Also liebe Kinder, vielen Dank, dass so schön alles organisiert, so zahlreich. Der Nikolaus hat die ganze Nacht gearbeitet und hat trotzdem nicht vergessen, uns zu besuchen und hat viele Geschenke für euch mitgebracht. Jeder kriegt eins ab. Lustig, tralalala. Genau, hier im starken Center kommt gleich der Nikolaus. Das am nördlichen Stadtrand von Berlin gelegene New Starken Center ist der zentrale Anlaufpunkt für 30.000 Anwohner. Und wenn der Nikolaus mit Geschenken kommt, ist der Andrang groß. Der Nikolaus hatte Geschenke für alle dabei und wurde kräftig unterstützt von der Leiterin Branchenteam bei Berliner Sparkasse Juliane Gutgesell und Starken Center Eigentümer Kudbettin Eroglu. Hätten Sie an diesen Ansturm gedacht? Nein, aber ich finde es schön. Es ist wunderbar, das miterleben zu dürfen. Und die Freude ist nicht nur bei den Kindern, wir freuen uns genauso viel. Wie kam es dazu und mit wem haben Sie das alles organisiert? Wie kam es dazu? Wir haben darüber geredet, dass wir schade finden, dass manche Kinder aus verschiedenen Gründen, kulturell, religiös, wie auch immer, vom Nikolaus nicht besucht werden. Und das wollten wir verändern mit Unterstützung der Sparkasse, mit großem Sponsoring von House of Sweets und die Organisation über die Bildungsakademie in Starken haben wir das als Starken Center verwirklichen können und darüber sind wir stolz. Die Unterstützung von der Berliner Sparkasse bei solch einer Aktion ist selbstverständlich. Herr Eroglu und ich, wir haben bei einem Telefonat überlegt, was wir Schönes machen können für den Starken-Kiez. Wir haben spontan gesagt, es geht kein Weg dran vorbei, wir besorgen uns den Nikolaus. Und wir haben das natürlich als Berliner Sparkasse total gerne unterstützt. Wir haben hier viele Kunden im Kiez und wir haben sowieso unwahrscheinlich viel Engagement in der Stadt. Um mal eine Zahl zu nennen, haben wir im letzten Jahr 4,3 Millionen Euro für soziale, sportliche und gesellschaftliche Projekte gespendet. Es waren so ungefähr 600 Projekte. Auch einige in Spandau, wie Spielplätze oder die Wasserfreunde oder auch die Traglinge, für die wir gerade ein Kiezkonto eingerichtet haben. Von da war es uns eine totale Herzenssache und mit Herrn Eroglu war es auch ein, zwei Fix organisiert. Ja. Wie wichtig ist denn gerade um die Weihnachtszeit solche Aktionen? Ich glaube, so eine Aktion lassen vielleicht ein Stück weit Sorgen vergessen, dass wieder irgendwas teurer geworden ist oder dass vielleicht mein Job nicht mehr benötigt wird, dass ich mir Sorgen um meine Familie mache. Und ich denke, wenn man so in die Kinderaugen hier guckt, die sind alle total aufgeregt, man kann sie kaum bändigen. Und ich glaube, man lenkt sie einfach mal einen Moment ab. Und auch die Eltern als eine tolle Aktion ab Freitagnachmittag. Nun möchte ich doch wissen, was sich denn in den vielen Geschenktüten befindet. Das sind die Überraschungen, die der Nikolaus eingepackt und mitgebracht hat. Die Feen haben es eingepackt und der Nikolaus hat es gebracht. Ja, und diese Geschenke haben viele Kinderaugen im New Starken Center leuchten lassen.